Einen weiteren Schritt gegen den Ärztemangel setzt das Burgenland mit dem neuen burgenländischen Ärztepaket. Demnach wird das Jahresbrutto von Fachärztinnen und Fachärzten künftig österreichweit am höchsten sein. Das Paket beinhaltet aber nicht nur das neue Gehaltsschema, sondern auch eine Reihe von möglichen Prämien sowie auch die Möglichkeit, in von Gesellschaften des Landes verwalteten Einheiten, etwa in den Akutordinationen oder den künftigen Erstversorgungsordinationen, zusätzliche Dienste zu versehen. Wie muss im Jahr 2023 ein attraktives Gehalt für einen Arzt im öffentlichen Spital gestaltet sein, um wettbewerbsfähig zu sein. Um wettbewerbsfähig zu sein im internationalen Vergleich, um wettbewerbsfähig zu sein im nationalen Vergleich. Wir haben uns darauf verständigt, um das kurzen Wege zu skizzieren, dass wir die Gehälter ab Fachärzte, also die Facharztgehälter, angreifen werden. Das ist in der Regel der junge Arzt, der in das Spital kommt, der die Ausbildung durchläuft und in der Regel in einem Zeitsegment, in einer Altersgruppe von 32, 33, 34 Jahren zum Facharzt aufsteigt und dann seine Karriere entsprechend weiterplanen kann. Und dieser junge Facharzt mit 32, 33 Jahren hat uns einmal als erster beschäftigt. Und da sind wir zum Ergebnis gekommen, dass wir in Summe aller Zulagen für einen 48-Stunden-Dienst, also für eine 48-Stunden-Woche, ein Gesamtjahresbrutto inklusive aller Zulagen etc. von 140.000 Euro veranschlagen. Der Herr Landeshauptmann hat mich am Anfang, hat er mir einen Auftrag gegeben, helfen Sie mit, die burgenländischen Krankenhäuser attraktiver zu gestalten, nämlich für Patientinnen und Patienten und für Ärztinnen und Ärzte und für alle, die dort arbeiten. Das ist nicht ein großer Auftrag, aber es ist ein schöner Auftrag, weil es darum geht, was weiterzuentwickeln. Und aus meiner Sicht ist dieses Gehaltspaket ein ganz wichtiger Schritt, weil wir einfach besonders in manchen Bereichen einen gravierenden Mangel an Ärzten einmal in den Krankenhäusern haben und im niedergelassenen Bereich natürlich auch. Und ich bin überzeugt, das wird uns helfen, die Situation zu verbessern und ich hoffe auch relativ zeitnah. Im Land Burgenland wurde zuletzt eine ganze Reihe von Schritten gesetzt, um die wohnortnahe, hochwertige und flächendeckende Gesundheitsversorgung weiter zu verbessern, etwa mit dem Neubau des Krankenhauses Oberwart, der Planung eines neuen Standortes in Golz oder der Wiedereröffnung der Akutordinationen.